Brennen Brennnesselchips auf der Zunge? Wie stellt man Brennnesselchips überhaupt her? Und gibt es Tipps, um sich beim Sammeln eben nicht zu brennen? Hallihallo, ich bin Tina Tausendstern. Und wer bist du? Isst du gerne Chips? Ich glaube, die meisten Kinder und auch Erwachsene lieben diese knackigen Kartoffelscheiben. Aber ich glaube auch, dass die wenigsten von euch schon einmal Brennnesselchips probiert haben, oder? Dazu beantworte ich dir gleich einmal die erste Frage, die ich dir zu Beginn gestellt habe. Brennnesselchips brennen tatsächlich nicht auf der Zunge, weil die Hitze, die bei der Herstellung der Chips verwendet wird, die Brennhaare zerstört. Zum Glück! Fridolin merkt sich, Brennnesseln, die können brennen, dass mir gleich die Tränen rennen. Werf ich sie ins heiße Fett, schmecken sie dann richtig nett. Aber jetzt zeige ich dir erst einmal, wie du blitzschnell deine ersten leckeren Brennnesselchips herstellen kannst. Am besten sammelst du die Triebe im Frühjahr, also im April oder im Mai, denn da sind die Blätter noch voller Kraft und richtig gehaltvoll und kommen gerade erst weich und reich an Inhaltsstoffen aus der Erde. Um sich dabei nicht zu stechen, kannst du entweder dicke Gartenhandschuhe anziehen und zum Ernten eine Schere benutzen, oder du gehörst zu den Mutigen, die der Brennnessel die Krone aufsetzen. Das bedeutet, du näherst dich der Brennnessel zwar von oben, berührst sie aber noch nicht und zwickst dann von unten ausgehend mit zwei Fingern den Stiel nach oben ab. Ein genaues Video, wie das funktioniert, habe ich schon einmal für dich gemacht. Ich verlinke es dir hier. Und wenn du dich doch zuweilen etwas brennst, dann kann dir ein Blatt des Spitzwegerichs gute Dienste leisten. Auch dazu habe ich hier ein Video für dich. Abpflücken solltest du am besten nur die oberen Blätter, die beisammen stehen, und das Blattpaar darunter. Alles andere würde zu zäh werden und du hättest viel zu viele Stiele in deinen Chips. Sammle am besten abseits von Hundestrecken und auch nicht direkt neben einem gedüngten Acker. Dann kannst du dir sicher sein, dass du keine unerwünschten Inhaltsstoffe in den Chips hast. Mit der Zeit wirst du in deiner Umgebung bestimmt einige geheime Brennnesselsammelplätze entdecken. Schau dich doch einfach einmal um und nutze die Chance, die Natur in deiner Umgebung besser kennenzulernen. Aber jetzt geht es in der Küche weiter. Hole doch gleich einmal einen Erwachsenen, der dir etwas hilft, denn später arbeiten wir mit heißem Öl, das auch spritzen kann. Und da ist es wichtig, einen Erwachsenen dabei zu haben, der dich etwas unterstützt. Du kannst die Brennnesseln vorsichtig waschen und gut abtrocknen, wenn du möchtest. Um ganz sicher zu gehen, dass die Brennhaare im Mund auch gar nicht mehr brennen können, rollst du mit einem Nudelholz ein paar Mal über die einzelnen Blätter, aber nur ganz leicht. Dann gibst du etwas Öl in die Pfanne und Butter dazu. Stellst alles auf eine mittlere Temperatur ein und in dem Moment, in dem sich die Butter komplett im Öl aufgelöst hat, legst du deine Brennnesselblätter in die Pfanne. Jeder Trieb soll dabei einzeln liegen. Schichte möglichst wenig Blätter übereinander, so werden deine Chips am Ende nämlich schön knusprig. Nun heißt es aufpassen. In dem Moment, an dem du merkst, dass die Chips etwas härter werden und sich die Ränder leicht verfärben, drehst du sie auf die andere Seite um und reduzierst die Hitze ein wenig. Dann dauert es nur noch ein paar Sekunden, bis du deine fertigen Chips aus der Pfanne holen kannst. Lasse sie am besten auf einem Küchentuch abtropfen, damit das überschüssige Öl entfernt wird. Wenn du noch etwas Salz darüber streust, ist es eine absolute Wiesendelikatesse. Und jetzt habe ich aber noch einen Geheimtipp für dich. Richtig lecker schmeckt es auch, wenn du die Blätter, bevor du sie in die Pfanne gibst, in einen Pfannkuchenteig tunkst. Dazu mischst du einfach Milch, Mehl, Eier und eine Prise Salz. Das genaue Rezept findest du unter diesem Video. Dann tunkst du die Brennnesselblätter hinein und gibst sie in die Pfanne mit heißem Öl. Der Rest läuft genauso ab wie bei den Chips zuvor. Verrate mir doch in den Kommentaren, was dir von den beiden Varianten besser schmeckt und ob du dich gleich von Anfang an getraut hast, eine Brennnessel in den Mund zu nehmen. Und wie ging es deiner Mama dabei?
Da gehört nämlich richtig Mut dazu. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Tschüss, deine Tina.